Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben mir unter meine Videos geschrieben, wie funktioniert diese Webleitstelle, die du in der BF-Nacht benutzt hast. Ja, da gab es nämlich dieses schöne Tool hier, das heißt web-lst.de. Das ist sozusagen so ein Leitstellensystem für Übungen, Ausbildung und Funkspiele. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich gehe jetzt einfach mal über WebLST. Das könnt ihr halt ohne Installation benutzen. Smartphone, Tablet und PC-Unterstützung, Sicherheit, bla bla bla. Benötigt nur Webbrowser, Aufgabenverwaltung, Chatfunktion, Alarmierung und Statusänderung, Echtzeit, TeamSpeak 3 Integration, Kartensystem, Schleifenprogrammierung, konfigurierbare Anhänger, Fahrzeugwachen etc. und vieles weitere kommt dazu noch. So. Jetzt gucken wir einfach mal hier Referenzen, steht halt ganz viel, wo das halt so schon benutzt wurde, verschiedene Funkspiele und so. Aber ganz so wichtig ist, das ist halt so eine Closed Beta und das ist, es heißt halt, dass es noch nicht öffentlich ist. Wenn wir jetzt in den Shop gehen, man kann es noch nicht kaufen und die Beta, die kann man sich jetzt auch nicht runterladen. Das kann ich dann jetzt nicht so zeigen, wie das funktioniert. Aber wenn ihr die Webleitstelle dann selbst habt, dann könnt ihr euch hier so anmelden. Das habe ich hier schon. Ich habe da schon längst einen Account, bla bla bla. Und dann seht ihr hier. So sieht das dann für den normalen Benutzer aus. Die Leitstelle heißt jetzt Porta Westfalica. Und hier rechts habt ihr dann halt die Drehleiter ELW, HLF und Tanklöschfahrzeug und die Statusanzeigen und die Zeit, wann der Status gegeben wurde. Das ist alles möglich. Hier bei Einsatzübersicht seht ihr, was für Einsätze alarmiert wurden. Das ist natürlich ganz cool, weil wenn ihr die Leitstelle selbst besetzt, dann könnt ihr das nämlich einstellen, was so alles passiert. Ihr könnt wirklich alles machen. Hier zum Beispiel internistisch 2 in Zuckerschock, weiblich 71 Jahre oder Waldbrand. Hier brennt Lieferfahrzeug an, Brauereiwand, Probealarm. Brennt Kleinbus am Marktplatz und 25 Verletzte nach Fußballspiel im Fortuna-Stadion. Sowas ist alles möglich und ihr könnt ja auch auf alle Einsätze anklagen. Nee, könnt ihr nicht. Okay, ich besitze nicht die Zugriffsrechte für diese Seite. Schade. Auf jeden Fall gibt es hier Feuerwache 1. Hier ist die Fahrzeughalle. Genau. Hier sehen wir auf jeden Fall Kennzeichen. Könnt ihr hier alles einstellen. Was das für ein Typ ist und ich könnte hier so viele Fahrzeuge einstellen, das ist schon krass. Und hier könnt ihr halt, wenn ihr die Drehleiter zum Beispiel fahrt, könnt ihr da einen Sprechwunsch oder so eingeben und ich sage jetzt einfach mal, wir sind jetzt Status 1, dann piept das, dann seid ihr frei auf Funk. Wenn ihr jetzt zum Einsatz raus wollt, drückt ihr halt die 3, Einsatz angenommen, bla bla bla. Und hier können wir halt alles mögliche anklicken. Da oben funktioniert es irgendwie noch nicht so, aber hier unten zum Beispiel die 0 für den Notruf, 8 am Transportziel, 9 dringender Sprechwunsch, aber wir machen wieder Status 2 frei auf Wache und da könnt ihr halt richtig viel machen. Es ist halt mit jedem, mit dem ELW zum Beispiel ist es auch möglich, melden sich über die Einsatzübernahme, machen wir mal den 3. Das könnt ihr auf jeden Fall alles einstellen und das wird dann, wenn ihr hier der Webhoster seid, dann wird das auch euch angezeigt. Nur da ich nicht nicht der Leitstellendisponent bin, kann ich euch das nicht zeigen, wie das geht. So, dann gehen wir wieder ins Dashboard. Da habe ich alles gezeigt. Dann geht hier das Hauptmenü über diesen kleinen Pfeil offen. Da drückt ihr mal Web-DME und dann habt ihr, den dürftet ihr bereits kennen, diesen schönen Meldeempfänger. Und der ist halt auch empfangsbereit und wenn ihr die die vollständige Version davon habt und Alarm geben könnt, dann wird das hier angezeigt, dann klickt ihr einfach auf diesen Knopf und dann habt ihr sozusagen den Einsatz bestätigt und könnt dann losfahren. Also für Funkspiele und so LS oder so allgemein irgendwelche Sachen finde ich das eine ziemlich coole Sache. Weil da kann man richtig viel machen und hier ist halt alles Mögliche noch möglich. Und ich hoffe, dass dieser Webshop jetzt bald wieder öffnet. Weil dann könnte man natürlich
sich diese Beta-Version. Ich weiß nicht, ob es dann kostenpflichtig ist. Momentan ist es noch kostenlos, aber jetzt momentan geht es leider nicht. Weil hier steht, aktuell ist der Bestellvorgang für Weblight-Stellen vorübergehend deaktiviert. Da müssen wir einfach mal abwarten, aber ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen näher bringen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!